Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die. Und wie ihr wahrscheinlich in der letzten Folge mitgekriegt habt, ich war der Stumme. Ich habe mal mein Glück probiert als Pantomime. Und wie fandet ihr mich? Was, lach nicht! Wer war schuld, wenn man sich mutet? Schön, dass ich jetzt darüber lachen kann. Frag mein lieben Squall, vor einer Stunde war ich nicht so drüber an Lachen. Nee, da dachte er erst, er will ein Voice-Over drüber machen. Wie auch gesagt, das brauchst du, glaube ich, nicht. Ja, die Folge wird trotzdem ein bisschen was kommen, aber ich werde es so ein bisschen verändern, so. Damit man so ein bisschen weiß, was ich vielleicht so in dem Moment gedacht habe, wenn ich mich noch dran erinnere, was ich da gedacht habe. Wegen letzter Aufnahme ist ja schon 2 Tage her. 2 Tage, ja. Sollen wir mal zusammen das Haus begutachten, wo wir vielleicht den Blutmond verbringen wollten, den ersten? Bevor ich jetzt anfange, daran rumzubauen, damit wir erstmal uns sicher sind, auch wenn du jetzt gerade nicht da bist. Mach mal ruhig, mach ruhig. Bau das ruhig dicht, du machst das schon. Ich hab dir meine Gruppeneinladung geschickt. Ach ja, dabei was. Du machst das schon. Ich hab da nämlich so ein paar Ideen, aber dafür muss ich mir erstmal das Haus genauer angucken und wo wir genau reingehen. Wir gehen von oben rein. Von außen rein, haben wir doch gesagt. Wo wir da hochklettern am Haus, weißt du? Ja, den Weg wollte ich eigentlich zumachen, das stimmt wohl. Wir wollten ja die Treppe da wegklopfen oder was dann. Wobei wir oben sind. Und dann von innen das Haus, dann schön auslooten. Ja, das Treppenhaus mache ich zu. Das ist ja die Sache. Ja, ja. Bin gerade am gucken. Du lootest mal schön weiter und im Moment setze ich jetzt die Skillpunkte halt in andere Sachen rein. Also so, die jetzt für den Blutmond wichtig werden. Das Haus nur nochmal durch. Da geht's hoch zum Dachboden. War da eine Luke, ne? Und genau oben mit so einem Seil noch und so. Nee, es gibt einen zweiten Dachboden. Da waren wir noch nicht. Da waren wir noch nicht. Okay, lol. Mann, die strecken einen hier auch immer, die Zombies. Ich habe hier noch so schöne Kisten. Dass ich hier nochmal reingucke, ey. Und wie wär's, wenn wir vielleicht noch an Tag 7 wollte ich noch eine Händlerquest machen, wegen da bei Erfüllung kriege ich nämlich 100 Schuss für meine Pistole. Ja. So, das ist ja so eine Idee, die wahrscheinlich sinnig ist. Oder vielleicht 100 Schuss für dein Gewehr oder irgendwie auf jeden Fall Munition. Wenn du noch Zeit dafür hast, mach das doch gleich. Ja, das. Ich hab grad nochmal Thema Munition, ich hab grad noch was gefunden. Ja, wo seid ihr? Zombos! Irgendwo seid ihr doch, guck hier. Sag ich doch. Ich muss nur unbedingt einen Repair-Kit nachher reparieren. Bin ich überhaupt im richtigen Haus? Wir müssen ein Repair-Kit reparieren. Ach ne, ein Repair-Kit brauche ich. Repair-Kit brauche ich. Ich glaube, ich bin im falschen Haus. Kann sein. Ich bin im falschen Haus. Ja, das Grüne, ne? Nein, das ist es nicht. Nee, wir haben das Grüne, hatten wir uns ausgesucht. Das grüne große Haus neben unserem. Neben unserem Haus. Ah, ja, ja, okay, ja. Da. Ja, klar. Ich war gerade in einem anderen Haus. Aber dafür habe ich Loot gefunden. Also. Hast du mal in der Stadt vielleicht mal irgendwo so Felder gesehen? Wegen, ich habe auch mal gelesen, dass irgendwo in den Städten nämlich auch Felder so sein können. Habe ich drauf geachtet, so spezifisch den.
Wie kriege ich diesen Wegpunkt weg? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Zombos. Mache ich den schnellen Wegpunkt doch einfach für zu Hause. Dann ist der da. Wow, ich hab's geschafft, den Wegpunkt wegzumachen. Es hat zwar 12 Folgen gedauert, aber... Jetzt ist er weg. Und wir wollten in ein Nachbarhaus, so war das. Oh, Vogelnest umgerührt. Da war ja, wir wollten ja in die Villa. Stimmt, da war ja es. Wir wollten ja hier die Treppe sichern, einen drum und dran. Das Haus unten lassen wir eigentlich so, wie es ist. Wie konnten wir da ein Safe übersehen? Oh ne. Ich mach den mal auf, oder? Ich hab ja auch mal ein Safe gefunden. Aber ich muss erstmal in die Mainbase zurück, wegen ich brauche erstmal Wasser. Eigentlich am besten so einen Wandschrank auf. So einen Waffenschrank. Oder was meinst du? Also Metall kannst du gut mit einer Spitzhacke oder Schrauben. Ich habe ja Zange. Ich werde ja versuchen, mit der Dietriche aufzumachen. Ja. Am Tresor. Was klopfe ich denn darauf ein, wie so ein bescheuert mit einer Axt? Eine Axt auf dem. Ich weiß nicht, ob du mit einem Dietrich einen Tresor öffnen kannst. Geht? Jo. Gott sei Dank eben welche gefunden. Ja, Wasser haben wir ja Gott sei Dank mehr als genug. Nice, geschafft. Ja, auch nochmal ein selbstgebautes Gewehr, aber leider nicht gut. Weißt du was? Um den Safe zu öffnen, trinke ich jetzt auch mal einen Kaffee, ne? Also, die Ausdauer ein bisschen besser. Aber wobei jetzt... So ist die Ausdauer jetzt richtig nice. So ins Nachbarhaus. Sag mal so, das Nachbarhaus, ein Blutmond würde ich sagen, verbringen wir da drin. Wegen, sonst ist mir das zu unsicher, zu unübersichtlich. Ja, das geht mit der Ausdauer. Scheiße, Dreck, Zombies. Hallo, Kevin. Oh, da habe ich Feuerholz gefunden. Das nehme ich mit. Gibt ganz schön schnell viel Holz, weißt du? Die brauchen wir ja. Wir brauchen viel, viel Holz. Liebe Zuschauer, könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr das genau findet, dass wir den ersten Blutmond erstmal uns quasi in ein Haus barrikadieren und quasi Zeit abwarten, bevor wir wirklich eine Base aufbauen, die wir dann halt verteidigen. Was? Ich habe einen Bauplan für einen automatischen Maschinenpistolengeschützturm. Ich glaube, den habe ich auch schon gefunden. Nice. Ich habe immer gelernt. Ja, ist ja nicht schlimm, dass du den kannst. Den können wir später sowieso, den findest du öfter mal. Autogeschützturm, warum nicht? Ich brauche mal eine ordentliche Schrotflinte. Ich habe so viel Schrotflintenmunition, aber nur diese One-Shot-Schrotflinte. Das ist belastend. So, hier fehlt die Tür, da fehlt eine Tür.
Ich habe hier ein paar Blöcke mit, da kann ich ja schon mal was zubauen. Lassen wir erstmal alles aus Holz hier. Wegen, die suchen sich, meine ich, immer den schnellsten Weg. Ihr kleiner Zombie. Ihr kleiner Zombie. Ach ja, es wird nur noch den Weg auf den Dachboden geben, ne? Also anderes gibt es ja, nicht mehr. Ja, richtig. Das ist jetzt eigentlich die nächste Nacht oder die Nacht darauf? Die Nacht darauf. Also jetzt also, nicht. Wir haben noch einen Tag gleich zum Looten. Ja, wir haben gleich noch einen ganzen Tag für uns. Okay, wunderbar. Das freut mich zu hören. Das stimmt mich fröhlich. Also tatsächlich habe ich die Idee, damit wir am Anfang von Looten ein bisschen XP farmen, dass wir vielleicht noch im Erdgeschoss bleiben. Versuchen so viele wie möglich aufzuhalten. Wir können ja, die kommen ja sowieso, wir können uns ja oben aufs Dach stellen, Alter, und von oben schon welche wegpulatzen. Das hatte ich nämlich vor, dafür habe ich ja die Sniperwaffe. Ich wollte mich nämlich schön auf dem Dach positionieren und dann von da aus, wie sagt man so schön, Köpfe wegdrücken. Ja. Das war eigentlich mein Plan so. Ja. Haben wir eigentlich noch eine zweite Schrotflinte zufälligerweise, dass du auch eine nehmen kannst noch? Ich hab doch eine Level 3 Schrotflinte. Wie viel Munition hast du für Schrotflinte? Noch 12 Schuss. Dann gebe ich dir auf jeden Fall gleich noch was ab, weil ich habe 89. Problem ist, dass die halt nur One-Shot ist, ne? Ja, aber... auf dem Weg nach Hause den Loot ablegen und dann weiter. Ganz vergessen, ich wollte noch die eine Fabrik da looten, die bei uns in der Nähe war, die du nicht gelootet hattest. Ja. Ich räume mir gerade noch ein bisschen den Vorraum auf, dass sie hier mindestens zickzack laufen müssen. Wir haben, glaube ich, noch so einen Würfel zum Claim, ne? Ja, ich habe ja noch einen. Ich glaube, ich habe meinen irgendwo hingelegt. Den werden wir brauchen. Auf jeden Fall Optionen, Steuerung, meine Zoom-Empfindlichkeit nochmal mindestens die Hälfte runterstellen. So übel schnell. Ja. Also, du willst lieber von außen hoch, ne? Also. Es ist aber echt dumm. Mit dem Scope zielst du richtig schnell, ohne Scope nicht. Das ist der Banane. Bitte nochmal, was hast du gesagt, Frank? Du wolltest von der Seite lieber nach oben kommen, ne? Ja, da wo wir reingegangen sind, ne, erste Mal. Ja. Über diesen Veranda-Dingen. Und dann können wir auf dem Weg nach unten, nach oben, können wir dann diese Veranda-Dinger wegklopfen, dass die Zombies da nicht hochklettern können. Ja. Dann müssen die ja durchs Haus kommen und dann können wir die schon vom Dach aus absnipen und sobald die dann oben durchkommen, fighten wir die halt oben. Das halte ich für die ganz, halte ich für die beste Variante, denke ich. Ich meine, ich habe keine Ahnung von dem Game, ne, aber... Du, ich auch nicht, ob das so, was ich hier baue, überhaupt so funktioniert. Also ich habe jetzt erstmal alles Loot, was ich gefunden habe, da reingeschmissen. Die Verteilkiste. Können wir ja in der Nacht wieder machen. Dann gehe ich wieder weiter looten.
Boah, diese Spikes, ne? Das ist gefährlich platziert, sag ich dir, mein Freund. Ich weiß. Da rennst du fast. Ich bin noch nicht wieder reingelaufen, aber. Holy Guacamole. Bei mir ist nicht anders, also. So, Treppe ist erstmal gesichert. Da sind viele, viele Spikes, wo sie durch müssen. Und wenn sie sich ein bisschen rangeln, schubsen sie sich überall so ein bisschen rein. So ist es zumindest gedacht. Du bist nass. Es seemed to be nass. So, ich brauche wieder ein bisschen Holz. Hier ist ja so ein schöner Baum. Der ist nochmal ein Vogelnest. Das ist unberührt. Ich weiß nicht mehr, wo die Fabrik war, wo ich drin war. Boah. Verdammt. Holzspikes sind einfach auch teuer, ne? Schade, das sind nicht diese Würfel, oder? Doch. Ich glaube, wir haben hier Beete. Probier mal was. Nee. Doch, Tatsache, wir haben hier Beete direkt neben unserem Haus, diese Fundamente, wo diese Bäume draufstehen, ne? Ist jeweils ein 9er Beet. Hast du nicht mal welche gesetzt, die ich da mitgebracht hatte? Ja. Ich wollte auch mal gucken, wie weit die sind. Ich muss sowieso meine Axt mal reparieren und gucken, wie viele Kids wir noch haben. Sie sind noch am Wachsen. Hauptsache, Kartoffeln und Pflanzen wachsen hier so. Ich habe dasselbe gefunden, das heißt, du kannst davon auch eins haben. Ja, das ist doch schön. Ja, das denke ich doch, ne? Natürlich sind die Spikes hier, um reinzukommen, gefährlich, aber irgendwann sind die kaputt. Wenn genug Zombies durchlaufen. Das ärgert mich mehr, dass ich nicht mehr weiß, in welcher Firma ich drin war da, ne? Das voll vergessen. Na, okay. Belastend, weißt du das? Ja, glaube ich dir. Da war noch Stuff drin, da waren sogar noch Zombos drin und so. Verdammt, welche war das denn? Hanno. Der Kids. Wir haben noch ein Reparaturkit. Das ist nicht viel. Nee, wir haben damit echt dann ein Problem. Also. Tatsächlich muss ich meine Axt reparieren, dann muss ich halt die andere Pistole nachher mitnehmen. Wir haben es keine Wahl. Meine Waffen sind noch in Ordnung, also ich sollte klarkommen über den Blood Mount. Ja. Ich fange hier mal so langsam an, so ein paar Sachen einzuschmelzen. Die alten Dosen und so ein Scheiß.
bin Level up. Danke. Sniping some zombie bitches. I'm jiggling this. Jiggle, jiggle. Warst du schon bei OPS drin? OPS? Weiß ich nicht. Das siehst du ja, wenn du die ersten Sachen looten willst. Oh, hier war glaube ich noch keiner drin. Nein, hier stehen gerade 10.000 Zombies drin auf. Holy shit. Sagen sie gerade Hallo, Papa, oder was? Eine ganze Menge, ey. Spikes lasse ich dabei, das habe ich dabei. Ich gehe mal eben zum Händler und mache mal eine Mission, damit ich mehr Munition kriege. Wegen aktuell habe ich das ja einigermaßen gut gesichert. Und außerdem haben wir ja noch einen ganzen Tag. Loote den mal, wir haben den noch gar nicht gelootet, den Boy. Stimmt, da war ja was. Fällt mir gerade mal ein. Vielleicht hat er nachher das, was er braucht. Deswegen. Nicht, dass das bei ihm die ganze Zeit rumliegt, so. Aber Lack auf Stufe 3, das ist doch schon mal annehmbar. Da kann man wenigstens was mitmachen. Nochmal drei Zombos. Ja, so angefangen zu looten habe ich ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Jumpy. Ein Jumpy? Jumpy Boy. Hab ihn. Holy shit. Was ist da er denn? So ein Krabbelvieh, das jumpt. Ja, die sind gefährlich. Ja, habe ich gemerkt. Aber geht. Also, ist eigentlich recht einfach auszuspielen. Weil er springt einfach seitlich laufen. Die kommen auch in der Nacht, das kann ich dir versprechen. Oh, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, den Händler zu looten. Ich habe da ganz schön viele Eisenbarren gekriegt. Ernähren. Ein Vogelnest unberührt, das ist doch immer nice. Aber so viel ist hier gar nicht zum Looten da. What do you want? What do you want? Oh, ich entschuldige mich. Sind hier, glaube ich, noch was zum Looten, oder? Okay. Ja, was hast hier du für. Hast du noch? Auch eher lame. Sind hier auch nichts groß, muss ich sagen. Das ist hier echt. Beseitige Zombies auf 200. Noch mehr. Bist du in der Nähe von zu Hause oder wie weit bist du weg? Ich bin nicht weit von zu Hause, ne. Gut, ich habe eine Quest. Beseitige Zombies. Die Quest kann man teilen, soweit ich weiß. Zweite Wegpunkte. Best. Ja, diesen Spieler melden will ich ja nicht. Best. Ah, ja. Fuck you, Susi. Ich habe eine Quest geteilt, oder? Hast du eine Quest? Rechts? Keine Ahnung, kann ich gerade nicht nachgucken. Dann müsstest du ja auf dem Bildschirm sehen. Du hast ja nichts angezeigt. Dann hast du nicht. Mache ich mal schnell eben leer im Haus und dann guck ich mal ran. Wenn du dann nach Hause kommen würdest, wegen das Haus war ich schon mal drin. Das ist auf jeden Fall jetzt Loot neu gespawnt.
Ach ja, und bei Quests gibt es immer besseren Loot. Ja, oh. Wie viele denn noch von euch? Ganz viele. So viele, dass es schon wieder schön werden. Ist wieder eine Horde bei dir, oder was? Ne, da kamen gerade 4 Bauarbeiter aus einer Tür rausgepusht. Holy shit, hallo. Schöner Loot. 3 oder 4 Kisten. Ja, plus eine verstärkte Truhe noch. Also hier ist richtig guter Shit. Ja, dann Attacke, ne? Bin dabei. Guck mal eben, wie man die Quest teilt. Ja, ich weiß, bla 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 bla. So, das sind die Quests. Quest teilen. Aha, Stufe 1, Quest geteilt. Ja, wie nehme ich die jetzt an? Muss ich die annehmen? Ja. Wie nehme ich die denn an? Unter I und dann unter Quests. Das ist Ausrufezeichen in dem Spieler. Nee, das ist melden, das Ausrufezeichen in dem Spieler. Nein, es gibt doch die Reiter, wie mit den Fertigkeiten, Karte. Da gibt es dann irgendwo auch einen Questreiter, neben dem Bleistift. Ja. Tagebuch. Paar geteilte Quest da. Ist die jetzt auf der Map irgendwann oder was? Bist doch sofort. Hä? Wie nehme ich die denn an? Das ist genau dein Nachbargebäude. Nehme ich die denn. Old Ranch 10. Begib dich zu Old Ranch 10, steht da nur. Ja. Ach, da. Stufe 1 säubern. Ich sehe es gerade, ja. Das ist dein Nachbar. Metall-Schlüsselhalter. Wie voll bist du loot-technisch? Ja, ist schon gut, was? Doch, gerade noch eine Kiste hier. Kannst ja eben auf Bornhaus eben was in der Kiste werfen oder so. Weil wir die annehmen, ist da drin alles resettet. Oder in dem Haus, wo du gerade bist, in so eine Kiste. Ne? Glaube ich, so eine Art Bunker. Oh gefunden. Mein Gott, ich habe ein Level 6 selbst gebautes Gewehr gefunden, ist aber leider fast kaputt. Ja, das hört sich sexy an. Ja, es ist sexy, ist aber leider nur fast kaputt. Ich nur gucken, wie ich hier rauskomme wieder. Melzen unsicher. Es gibt eine Kanalisation. So, dann wolltest du bestimmt erst nach Hause. Wir sollten uns beeilen. Hör dich. Oh! Ist da oben im Haus. Oh, hier gibt's viel Loot. Ja, es gibt hier so ein paar Kisten, die ich zerschlagen kann. Da ist noch ein Loot drin. Oh, das hat sich gelohnt. Alter, hier ist ja richtig viel Loot. Nach Hause schmeißen wir Zeug in die Kiste.
So viel Loot habe ich jetzt nicht. Ich könnte die Quest trotzdem machen. Ja, ich komme sofort. Da will ich rein, aber da warst du wahrscheinlich schon, oder? Skelettenstapel bringen nichts, Ja, du warst hier schon drin. Ja. Da ging es nach oben. Ah. Aber liebe Freunde, wie wir danach die Quest machen, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Danke, dass ihr zugesehen habt. Und außerdem, kloppt so oft gerne auf den Like-Button, wie ich auf diese Kisten kloppe. Und zwar so lange, bis ihr keine Ausdauer mehr habt. Bis dann, sag ich schon mal ciao, euer Schrank. Und ich hoffe, nächstes Mal auch mit meiner Stimme.